Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem Let's Play, ja, Erklärbär-Video, kann man ein bisschen sagen. Wir möchten euch heute mal das Kartenspiel Gwent ein bisschen näher bringen. Gwent ist ja ein Spielelement in The Witcher 3 Wild Hunt. Richtig. Und es ist auch ziemlich komplex und es gibt ja auch diese große Quest zum Beispiel, dass man da alle Karten sammeln muss und auch verschiedene Quests, wo man ja, starke Spieler besiegen muss, unzählige Strategien und so weiter und so fort. Und deswegen wollen wir beide euch das jetzt mal ein bisschen zeigen. Matthias hat ja auch im Witcher schon durchgespielt. Richtig. Soweit bin ich noch nicht. Ich habe allerdings auch schon ein paar Partien hinter mir. Und was ihr hier seht, das ist quasi das, da kommt man halt rein über das Hauptmenü. Das können wir mal kurz zeigen. Gwent Kartensatz. Hier könnt ihr euch nämlich eure Decks zusammenstellen. Denn Gwent ist ein Deckkartenspiel. Genau, das ist ein Kartenspiel. Ja. Und das ist anders als das Würfelpoker aus den beiden Vorgängern doch ein ganzes Eckigchen komplizierter, ja, und komplexer. Auf jeden Fall, ja. Und da muss man schon ein bisschen was tun, um da erfolgreich zu sein. Genau. Es gibt zum ersten vier Fraktionen, die nördlichen Königreiche, die Skoyatel, Monster und das Kaiserreich Nilfgaard. In diese vier Fraktionen teilen sich die Karten ein. Es gibt dann noch ein paar Neutrale, so wie die zwei hier zum Beispiel. Ja. Die haben dann nicht hier so eine schöne Banderole und können in allen Decks eingesetzt werden. Genau. Ziel, neutrale Karten. Genau, quasi. Ziel beim, ja, Deckbau ist es, man braucht mindestens 22 Einheitenkarten. Das sind halt diese mit den Figuren und Stärkepunkten oben. Und man kann bis zu 10 Spezialkarten im Deck haben. Das sind zum Beispiel diese Wetterkarten hier oder diese, ja, komische Vogelscheuche. Die Finte. Die Finte. Richtig, ja. Da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen. Genau, und da baut man sich halt so sein Deck zusammen aus guten und Karten, die man so braucht, mit Spezialfähigkeiten, wenn man denn seine Strategie darauf auslegt. Zum Beispiel hier die Yennefer, die hat, ist Heilerin. Das ist eine Spezialfähigkeit, die einem erlaubt, eine bereits ausgespielte Karte, die schon vernichtet wurde, wieder nochmal aufs Spiel zu spielen, genau, zu holen. Und da gibt es noch weitere, zum Beispiel hier dieses Katapult, hat so ein Brüderschaftlichkeitssymbol. Ja, ganz, ganz fiese Nummer. Genau. Gegner das Spiel. Wenn man, ja, nämlich zwei Karten derselben Sorte hat und die nebeneinander liegt, dann verdoppeln sich mal eben denen ihre Punkte. Richtig. Und das ist ja schon mal. Das ist sehr bitter. Bei einem Achter ist es sehr bitter, ja. Und auf diese Punkte kommt es, ja, halt an, weil das Ziel im Spiel, das können wir dann gleich mal zeigen, wenn wir uns einen Gegner ausgesucht haben, ist es nämlich, die Schlacht zu gewinnen. Ja. So, wir nehmen uns jetzt mal. Die Orientierung davon ein bisschen. Genau. Genau. Ich wollte mit dem kleinen Zwerg hier anfangen. Ja. Also diese Gegner stehen eigentlich überall rum, sind häufigstens Händler oder Wirte, dann auch Spezialfiguren. Und ja, dann hat, genau, man meistens so eine Dialogoption. Was hältst du von einem Ründchen Gewinn? Genau, bei den meisten Händlern, Tavernenwirten und Handwerkern gibt es diese Dialogoption, dass man eine Runde Quent spielen kann. Und da kann man dann zum Beispiel auch Geld wetten, wenn man sich sicher ist, kann man das auch ein bisschen höher drehen. Ja. Ich will unbedingt ein paar Partien Wind spielen. Das würde mir gut. Das ist ganz gut, sich ein bisschen, genau, zu erholen, ne, von den stressigen Abenteuern. Bevor es losgeht, kommt man dann nochmal in dieses Menü. Richtig. Da kann man zur Not noch letzte Änderungen am Deck vornehmen oder sich auswählen, mit welchem Deck man spielen will. Ich werde jetzt hier mit dem nördliche Königreiche Deck spielen, ja, weil das mein bestes Deck ist, mit dem ich schon, ja, reichlich Erfahrung habe. Man muss auch dazu sagen, man braucht halt mindestens 22 Karten. Man könnte aber auch mehr nehmen bei den Einheitenkarten. Richtig. Ob das aber eine gute Entscheidung ist, ist halt die Frage, aber dazu kommen wir, glaube ich, jetzt erstmal. Genau. Denn am Anfang muss man erstmal zwei ablegen. Ne? Am Anfang werden, ja, zufällig aus dem Deck 10 Karten gezogen. Die sieht man hier. Ja. Und da muss man sich jetzt überlegen, passt einem die Zusammenstellung oder nicht. Man hat jetzt noch die Gelegenheit, zwei davon auszutauschen und gegen andere Karten dafür eine andere Karte zu ziehen. Aber mir gefällt das Deck bisher. Das ist ein sehr, 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 sehr gutes Deck, ja. Deswegen lasse ich das mal und tausche jetzt hier, ja, keine Karten ein und fange an. So, jetzt sehen wir auch schon das Spielfeld. Ne? Wir haben quasi, also jeder hat drei Linien, genau, sozusagen. Nahkämpfer, Fernkämpfer und Belagerungswaffen. Ja. Ziel ist es, diese Lebenspunkte, die wir hier in Form dieser Edelsteine sehen, auf null zu reduzieren. Sprich, also quasi das System Best of Three. Also wer zuerst zwei Runden gewinnt, der gewinnt, ja, der gewinnt das gesamte Spiel. Und mit diesen 10 Karten, die wir am Anfang haben, müssen wir theoretisch das komplette Spiel auskommen. Ja. Dann gibt es natürlich noch so Spezialkarten wie diese hier. Das sind die Spione. Das ist ein Spion, den, ja, spielen wir auf dem Feld des Gegners aus, sprich stärken damit seine Armee. Allerdings, ein großer Vorteil, bekommen wir dadurch zwei neue Karten. Zwei neue Karten. Und man wird auch sehen, es ist relativ wichtig in dem Spiel, auch mehr Karten zur Verfügung zu haben als der Gegner. Genau. Der Gegner hat gerade auch eine
interessante Spezialfähigkeit ausgespielt, nämlich eine Karte mit der Eigenschaft Musterung. Die sucht dann nach ähnlichen Karten, also mit dem gleichen Namen, und spielt diese auch aus. Egal wo die sind, ob die nun auf den seiner Hand sind oder noch im verdeckten Stapel, werden die ausgespielt. Besonders die Monsterdecks sind sehr stark in dieser Disziplin. Ja. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, um das Ganze nochmal zu erklären. Warum hast du 0 Punkte und warum hat der 11 Angriffspunkte? Weil du hast den Spion gelegt sozusagen. Genau, ich habe noch keine Einheiten auf meiner Seite und der Gegner hat schon 4 Einheiten und hat jetzt 11 Punkte. Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Ja. Ich könnte jetzt aggressiv spielen und versuchen, ihn zu schlagen. Ob das jetzt noch sinnvoll ist? Oder ich könnte darauf ausziehen, absichtlich erstmal die erste Runde zu verlieren, um meine gute Hand zu behalten. Allerdings, ich habe 2 Heiler auf der Hand. Mhm. Bedeutet, ich kann in der nächsten Runde theoretisch 2 gefallene Einheiten zurückholen. Also spiele ich erstmal noch ein paar Einheiten, um den Gegner weiter zu zwingen, noch Karten auszuspielen. Ja. Du provozierst ihn jetzt sozusagen, aber er ist nicht doof. Er passt. Das nutze ich jetzt wiederum, weil er nur 11 Punkte auf dem Feld hat. Diesen Sieg lasse ich mir dann jetzt nicht mehr entgehen und spiele im Gegenzug auch nochmal, was spiele ich denn am besten, um nicht zu viel zu verschwenden? Na, die Heldenkarte wäre ein bisschen schade, ne? Ja, theoretisch schon, aber 2 Karten wäre auch... Die Heldenkarte kann ich aber nicht wiederbeleben, also ich spiele... Gut, das Horn würde ich jetzt auch noch zurückhalten, weil das ist eine sehr, sehr starke Karte, da kommen wir auch noch drauf. Genau, ich spiele jetzt erstmal hier noch 2 normale Helden aus. Ja. 2 normale Karten, um 14 zu 11 diese Runde zu gewinnen. Jetzt passe ich. Und damit logischerweise geht die Runde an dich. Genau. Jetzt kommt noch meine Fraktionsfähigkeit zum Spielen. Ich habe nämlich noch eine Karte jetzt dazu gekriegt. Ja. Das ist die Fraktionsfähigkeit der Nördlichen Königreiche. Wenn man da eine Runde gewinnt, kriegt man eine neue Karte. Ja. So, jetzt bist du quasi dran. Jetzt bin ich wieder dran. Und ich spiele als erstes den Heiler. Das Gute ist, ich habe jetzt mit der Fraktionsfähigkeit hier den blauen Streifen bekommen und deswegen hole ich jetzt seinen Kumpanen zurück. Was natürlich sehr schlau ist. Wir sehen ja, sie haben dieses lustige Handshake-Symbol. Genau. Und dadurch verdoppeln sich halt, wenn du die nächste Karte legst, verdoppeln sich halt seine Angriffswerte. Das zeigen wir jetzt. Jetzt habe ich 2 Karten desselben Typs auf dem Feld und die verdoppeln sich jetzt und das ist schon mal ein ordentlicher Punktegewinn. Das würde ich auch sagen, ja. So, der Gegner spielt wieder seine Musterungskarten und zieht so eine kleine Armee schon mal aufs Feld. Ja, interessant, dass wir noch keine Wettereffekte haben, aber das kommt bestimmt gleich noch. Ja, mein Deck hat zum Beispiel keine Wettereffekte, weil das darauf ausgelegt ist, ohne auszukommen. Ich habe auch... Du hast ja die Rettung, ne? Ich habe die Rettung durch den Anführer. Wenn jetzt nur Bano versteht, das werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal zeigen. Also Stand jetzt ist, du führst 21 zu 14, das ist eine ganz nette Geschichte. Du hast auch ein Spiel, bist du im ich könnte jetzt All-In gehen, weil ich eh gewinnen muss. Ja. Und dann habe ich die Partie auch gewonnen und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde erstmal die Kameraden hier noch verdoppeln. Genau, mit diesem Horn des Winters sozusagen kann man legen, wo man will, in welcher Reihe? Das kann man in eine dieser Reihen hier legen. Und dann verdoppeln sich die Punkte aller in dieser Reihe befindlichen Einheiten. Jetzt hat der Gegner eine Wetterkarte gespielt, und zwar Klirrende Kälte. Die reduziert die Angriffskraft aller Einheiten. Der Nahkampfeinheiten. In diesem Fall der Nahkampfeinheiten auf 1. Meine haben jetzt noch 4, weil die sich gegenseitig noch einpushen und dadurch das Horn trotzdem noch wirkt. Ja. Also 4. Allerdings wirken diese Wetterkarten auf beiden Seiten des Schlachtfelds und er hat jetzt damit seine eigenen Einheiten auch geschwächt. Also wirklich intelligent eingesetzt war die Karte jetzt nicht. Nee, du könntest es jetzt erstmal so lassen. Ich lasse das jetzt erstmal so und spiele weiter meine Einheiten aus. Aber du könntest es auch aufheben. Ich könnte es auch aufheben. Das wäre dein Anführer sozusagen, ne? Mit meinem Anführer, weil der so eine Spezialfähigkeit hat. Oder, wenn ich sie hätte, mit einer guten Wetterkarte. Allerdings warte ich erstmal damit. Weil vielleicht spielt er ja noch andere Wetterkarten für die anderen Reihen aus und dann hebe ich mir mein Aufheben lieber auf. Ja. Ich spiele jetzt erstmal Yennefer. Die hat auch noch Heilung und kann mir jetzt hier auch noch eine dicke Karte zurückholen. Das ist natürlich, also wird schwierig für den Kollegen, wenn er jetzt nicht noch irgendwelche ultra krassen Karten hat. So, hier, der hat hier eine Karte ausgespielt mit der Fähigkeit Moralschub, die funktioniert ähnlich wie das Horn, allerdings nicht ganz so heftig, sondern die gibt allen Einheitenkarten in der Reihe einen zusätzlichen Stärkepunkt. Außer sich selbst. Wobei das hier auch von sich aus schon eine sehr starke Karte ist. Eigentlich, ja.
Aber ich habe hier noch so ein paar Heldenkarten, die ich hier alle noch ausspielen kann. Ja. Wirkt Wetter auch auf Heldenkarten? Nein. Das ist nämlich die Heldenkarten sind immun gegen alle möglichen Formen von Sondereffekten, auch gegen das Horn. Also Heldenkarten kann man nicht verdoppeln in der Stärke. Aber sie sind halt auch immun gegen Wetter. Da habe ich das erste Mal richtig blöde geguckt, als ich so mir eine super Strategie zurechtgelegt habe und dann dachte ich, jawohl, ich habe ihn trotz seiner Heldenkarten und dann passierte halt nichts, weil seine Heldenkarten halt stark waren. Und dann guckte ich doof. So, jetzt kann ich zum Beispiel Cirilla mal hier die ist natürlich krass. Ins Eis spielen und ihre 15 Punkte gehen voll auf deine voll auf das Konto. Ja. So, wir haben hier noch einen Katapult. Ja. Im Grunde könnte ich schon passen, weil das. Ja, du könntest, wenn du mich schon verloren. Du könntest ja deine Heldenkarte mal zeigen. Weil eigentlich dürfte das keinen Unterschied mehr machen. Ja, ich setze jetzt hier noch den Anführer ein. Also, Anführer gibt es halt, glaube ich, pro Fraktion vier Stück. Vier Stück, die müsst ihr auch freispielen im Laufe des Spiels. Also sind nicht alle sofort frei. Und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Der Kollege hier, also es ist jetzt immer Volltest, aber in dem Fall der Anführer des Norden. Genau. Jede Fraktion hat. Ja. Ein Anführer, aber den gibt es in vier Ausführungen und diese Ausführung hier erlaubt es, alle Wettereffekte vom Feld zu entfernen, wenn ich den ausspiele. Sieht man so, schön Sonne oben. Sonne scheint. Es gibt auch eine Karte, die das kann, die Wetterkarte. Ja. Und jetzt ist Wetter weg, aber du bist natürlich trotzdem jetzt sogar noch deutlicher eigentlich am Führen. So, ich könnte ihn jetzt noch völlig demütigen, indem ich hier noch meine letzten Karten ausspiele. Du könntest noch das Horn da reinhauen. Das Horn hier noch reinhaue und damit komme ich auf 100, sagenhafte 100 Punkte. Ja. Und damit hat der Kollege halt völlig verloren. Hier sieht man am Ende dann nochmal eine kleine Statistik. Genau. Im Spiel ist es halt so, wenn ihr ihr gewinnt halt immer gegen Gegner und bekommt dann auch die Karten. Aber es gibt auch Händler, die Karten verkaufen und da lohnt es sich immer zuzugreifen, wenn man einen Händler halt sieht, der Karten genau, hat. Also die meisten Karten gibt es bei Händlern zu kaufen oder im Duell gegen solche normalen Gegner wie Handwerker und Händler. Und diese ganz speziellen Karten, wie die Heldenkarten. Genau, zeig dir doch mal ein bisschen hier, was wir haben. Die ganzen Heldenkarten gibt es im Laufe von speziellen Quests bei speziellen Gegnern, die man dann halt auch nur für diese eine Karte, für diese eine Quest herausfordern kann. Allerdings, wenn man verliert, darf man sie nochmal herausfordern. Und da gibt es halt diese mächtigen Heldenkarten, wie zum Beispiel Cirilla, das ist eine der mächtigsten Karten überhaupt. Die ist krass. Da gibt es noch Geralt, der ist genauso heftig, alle anderen sind schwächer. Und. Ja, und dann gibt es halt noch so ein paar spezielle Ereignisse, wo man wirklich aufpassen muss, dass man nicht zu weit in den Quests voranschreitet, weil man sonst Gegner verpasst. Ja, das ist das sollte man wirklich beherzigen, weil das kann halt zum Erwachen führen. Viele Stunden, nachdem man irgendeine Entscheidung getroffen hat, und dann ist der Gegner. Zum Beispiel gibt es irgendwann so ein Fest auf einem Anwesen. Auf das Anwesen kommt man nur im Laufe dieser Quest und dort findet ein Quintturnier statt. Mhm. Und wenn man nicht während des Festes an diesem Quintturnier teilnimmt, kann man die Karten, die man sich dort verdienen kann, nie wieder bekommen. Also, jede Möglichkeit, Karten zu bekommen, sollte man nutzen. Ja. Ich wollte noch, genau, hier ist die gute Wetterkarte, die denselben Effekt hat wie mein Anführer, also alle Wettereffekte aufhebt. Jetzt zeigen wir noch kurz die Anführer. Na, haben wir nicht? Ah, doch. Jetzt haben wir sie, genau. Das sind die vier verschiedenen Anführer der nördlichen Königreiche, also wie gesagt immer Volltest, aber mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Der andere hier kann zum Beispiel extrem dichten Nebel in seinem Deck suchen und dann sofort ausspielen. Also wenn man diese Karte hier, diesen Nebel, nicht auf der Hand hat, kann man ihn dann trotzdem ausspielen. Der Nebel ist gut gegen Fernkampfeinheiten. Genau, die werden dann wieder auf 1 reduziert, das habt ihr gerade gesehen. Genau. Auch die Karten muss man sich verdienen durch Käufe oder durch... Das ja noch gar nicht. Genau, die habe ich hier noch nicht. Die gibt es, glaube ich, erst auf den Skellige-Inseln. Da war ich jetzt in diesem Spielstand noch nicht. Und das Gleiche funktioniert halt bei den ganzen anderen. Ein sehr cooles ist zum Beispiel der hier, den ich auch noch nicht habe. Lässt die Anführerfähigkeit des Gegners unwirksam werden. Das, bitter, ist, ne? Das ist sehr bitter, weil, wenn du dann zum Beispiel so einen Gegner hast, der die Elfen spielt und dann so eine Anführerfähigkeit hat, von wegen als Erster die Runde zu beginnen oder eine zusätzliche Karte zu ziehen, dann ärgert man sich. Und es kommt teilweise bei den Spielen auch tatsächlich auf diese eine letzte Fähigkeit an, denn die Matches sind teilweise sehr, sehr knapp geführt und man muss auch wirklich gucken, gebe ich die Runde jetzt ab
oder lasse ich ihn quasi gewinnen oder ziehe das jetzt noch durch und so. Und dann kommt es meistens auf eine Aktion an. So, jetzt spielen wir mal gegen sie, die hat ein Monster-Deck. Ja, das ist eine andere Nummer. Das war der erste Gegner, an dem ich mich wirklich die Zähne ausgebissen habe, als mein Deck noch nicht so gut war wie heute. Den musste ich dann noch eine Weile erstmal liegen lassen und bin dann später zurückgekommen. Mhm. Ich glaube, um es spannend zu machen, überlege ich gerade, spiele ich mal eine Runde mit Nilfgaard. Ich nehme hier bloß mal die Wetterkarten raus. Ja, denn das habe ich gerade eben gemeint, ihr könnt euer Deck auch reduzieren, weil dann ist die Chance natürlich, so könnt ihr auf die Chance halt Einfluss nehmen, welche Karten ihr am Anfang bekommt. Weil wenn das jetzt vollgestopft ist, dann habt ihr Pech und kriegt halt 3 Finden. Maximal müssen 22 Karten im Deck sein. Das sind die 22 Einheitenkarten, die drin sein müssen. Sonderkarten können theoretisch auch auf 0 sein, wenn man völlig darauf verzichten möchte. Ja. Ein paar sollte man dann aber vielleicht doch mitnehmen. Und so, ich nehme jetzt noch Finden mit rein und das Horn. Und damit habe ich jetzt eigentlich, genau, dann spiele ich jetzt mal eine Runde mit Nilfgaard. Mal gucken, welche Anführer ich noch nehme. Regen. Gegner des Karten des Gegners anzeigen. Jetzt nehme ich den. Strömerregen, das klingt doch ganz gut, ne? So. Also, zeigen wir euch jetzt dieses Spiel noch. Wir sind da oben, die Decks sind jetzt natürlich die anderen. Und jetzt? So, jetzt erstmal wieder gucken, was uns der Zufallsgenerator so wie Karten zugelost hat. Das ist schon mal gut, die zwei passen zusammen. Ja, so eine richtige Bombenkarte fehlt dir, ne? Aber ich habe keinen Spion. Das ist nicht gut. Der Gegner spielt Monster, hat also tendenziell auch keine Spione auf der Hand, da brauche ich auch die Finte nicht. Da ist mein Spion, das ist dann schon wieder besser. Mhm. Und die zwei Hörner, die behalte ich, glaube ich, genauso. Gut, dann schauen wir mal. Wir fangen an. Ich bin am Zug, dann spiele ich als erstes wieder meinen Spion. Ja. Es bietet sich immer an, Spione, also wer mit Spion-Deck spielt, in der ersten Runde das zu machen. Weil die erste Runde kann man dann auch mal gezielt verlieren. Und er nimmt dieses Geschenk hier natürlich dankend an. So, was haben wir eigentlich dazu bekommen? Jetzt habe ich nicht. Gut, zwei Marone schon mal nicht schlecht, aber die waren schon vorher drin. Ja, es war, glaube ich, die hier und die hier. Ich weiß nicht, die Runde. Ich überlege jetzt gerade, was ich noch mache. Er hat bisher noch keine von seinen eigenen Karten ausgespielt, bis auf das Horn. Das ist, gefällt mir nicht. Ich habe auf jeden Fall eine Wiederbelebung drin. Ja. Deswegen spiele ich jetzt erstmal hier noch einen aus. Ja, und erstmal abwarten, was er macht. Okay, der passt. Ein unerwarteter Zug für einen Monster-Deck-Spieler. Eigentlich schon, ja. Weil dann nehme ich den jetzt auf jeden Fall noch mit. Dann spielen wir, dann sind 12. Da sind wir bei 12 und dann könntest du noch. Spiele ich noch so ein Dreier oder? Nee, das ist ja. Dreier. No, das ist nicht gut. Doch. Was denken wir hier gerade? Das Ding ist, wenn. Ich habe jetzt 12. Ich brauche jetzt noch 3 zum Gewinnen. Aber dann würdest du ja eine von deinen. Dann würde ich aber die zwei hier auseinanderreißen. Ja. Allerdings habe ich auch einen Heiler, der wiederbeleben kann. Deswegen und dann mache ich das zurückholen. Jetzt. Genau. Ja. So, jetzt habe ich 15. Ja. Und gewinne 14. So. Da sehen wir jetzt auch die Spezialfähigkeiten der Monsterfraktion. Bei denen bleibt nach jeder Runde eine zufällige Karte auf dem Spielfeld. Ausgerechnet dein Spion. Ausgerechnet mein Spion, aber das bringt ihm jetzt auch nicht mehr viel, außer die 7 Punkte, die er schon mal auf dem Feld hat. Man sieht aber, er hat noch 10 Karten und du hast nur noch 8 Karten. Das ist korrekt. Aber ich habe auch schon eine Runde gewonnen. Ja. Allerdings ist das gegen ein Monsterdeck. Wir sind gespannt. Mal schauen. Ja, ich spiele jetzt erstmal ihn hier. Würde ich auch tun. Und gucke, was er macht. Okay, das ist noch nicht sonderlich gefährlich. Dann spiele ich jetzt Yennefer und hole den zweiten Kameraden da zurück. Ja, da ist er. Na? Und so. Der wird natürlich dann automatisch das da oben eingesetzt und verdoppelt sich wieder. Genau. Und damit da nochmal 12 dazu bekommen. Okay, er hat auch Heldenkarten am Start. Also wird es ja langweilig, wenn nicht. Ich hab Regen. Regen war gegen Belagerungswaffen. Mhm. Aber das lohnt sich noch nicht. Er hat nur 5 Punkte da hinten. Aber da muss ich jetzt auch überlegen, ob ich dann selbst Belagerungswaffen einsetzen möchte. Ich glaube, ich verdopple erstmal mit Horn die zwei Kameraden da. Also vom Gefühl her würde ich jetzt noch auf Sieg spielen, aber mal gucken, was er als nächstes macht. Ja, ich warte ja noch darauf, dass er
Okay, Heldenkarten neu. Ich warte noch darauf, dass sie seine massigen, wie heißt denn diese, Mobilisierungskarten. Wo das sich dann aufhört, ja, viele kommen. Das, vielleicht zeigen wir es euch gleich nochmal. Also es gibt auch ein paar fiese Tricks, die das Monsterdeck hat, auf jeden Fall. Ja, ich spiele erstmal noch einen Nahkämpfer, um hier von dem Horn zu profitieren. Ja, das macht Sinn. Jetzt hoffentlich kommt er nicht mit Eis an gleich. Jetzt kommt zum Beispiel so eine Karte und die zieht dann gleich die zwei anderen Mumen. Ja, da guckt man ganz schön blöd, wenn man das erste Mal und sieht. Da steht man da eben noch 20 Punkte voraus und schon ist man 7 Punkte zurück. Richtig. Jetzt gilt es zu überlegen. Ziehe ich das weiter durch? Ich glaube eher nicht. Wir haben 4 zu 5 Karten insgesamt. Eine wird da bleiben. Ich hoffe nicht die Mume. Ja, ich hoffe nicht eine von denen. Weil wenn ich die Mume liegen bleibt, dann bleiben die anderen beiden auch liegen. Nee. Nee? Nein, oder die verschwinden. Der Effekt geht weg. Wirkt nicht. Also, dann. Der Effekt geht weg. Ja, ich habe noch, wie viel habe ich da unten noch? 11. Nee, 13. Schwierig dann mit 13 Punkten noch einen zu gewinnen. Das sind auch noch 3 verschiedene Lanes. Sprich, das Horn bringt dann nicht mehr sonderlich viel. Schwierig. Er hat noch 5 Karten und da könnte noch was Fieses drin sein, glaube ich. Ja. Was hast du nochmal für? Du hast nur Belagerungen, kannst du lahmlegen, ne? Ich kann Belagerungen lahmlegen, ja. Ach, ich. Man lebt nur einmal, ich stehe jetzt hier auf alles. Eieiei, das sieht nicht gut aus. Vor allen Dingen, wenn er jetzt noch ein Horn hat und das hier reinspielt. Wenn er das Horn reinspielt, ist Feierabend. Dann ist Feierabend auf jeden Fall. So. Wir haben noch 9 Punkte. Ich habe noch ein Horn. Das bringt zwar nicht viel bei den 4 oder 5 Punkten, die ich hier hinten einspielen kann. Jetzt ist er bei 60. Okay, jetzt wird's böse. Ja, da haben wir es gesehen. Er hat halt nochmal eine Mobilisierung gespielt. Ja. Und hat auch ordentlich mobilisiert, kann man sagen. Und jetzt sieht natürlich der Profi und auch der Anfänger, dieses Spiel ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Er hat jetzt hier seine Vampire gespielt. Er hat auch alle Mobilisierungskarten im Deck, die es quasi so gibt. Ja. Es gibt jetzt noch im Monsterdeck noch eine Mobilisierungseinheit mit Ghoulen. Da gibt es, glaube ich, noch 3 Karten. Ja. Wir spielen übrigens gegen sie, fällt mir gerade ein. Aber ist ja egal. Ja. Gut. Ich würde sagen, das gebe ich jetzt verloren hier. Und schauen mal, was gleich passiert. Und hoffe, dass ich mit meiner einen Karte vielleicht noch was reißen kann in der nächsten Runde. Das ist jetzt natürlich bitter, ne? Wir haben nur ein Horn und eine Einheitenkarte und das ist auch nur eine 5er Belagerung. Die ist jetzt nicht so. Da bleibt schon mal eine 6er Karte liegen, also das ist schon mal sehr ungünstig. Ja, komm, Spiel aus, das hilft ja nichts. Und der Gegner hat noch 6, also das Spiel ist verloren. Das Spiel ist verloren, wir können es nicht mehr gewinnen. Warum können wir es nicht mehr gewinnen? Wir haben halt den 5er, den können wir verdoppeln. Also haben wir nur noch 10. Ja, und der Gegner hat schon 12 auf dem Feld. Unsere Heldenkarte kann ihn da auch nicht aushebeln im Nahkampf. Sprich, in dem Fall haben wir halt falsch, also wir hätten halt aufhören müssen. Wir hätten vorher aufhören müssen. Ihr seht, eine so eine kleine Entscheidung, ja auch wie in The Witcher, kann hier das ganze Spiel stark beeinflussen. So, jetzt haben wir hier noch unsere 10 Punkte ausgespielt, aber das kümmert natürlich wir sind, nicht mehr. Wir sind halt in Ehre, haben wir gespielt. Ja, ich würde sagen, eigentlich haben wir mal gezeigt, ne, wie das Ganze so funktioniert. Ja. Es lohnt sich. Also es macht tatsächlich sehr viel Spaß, finde ich, das Spiel. Es ist auch eine gute Abwechslung. Was mich jetzt persönlich ein bisschen nervt, ist halt diese Geschichte, die wir erzählt haben. Es gibt da wirklich, man kann sich das manchmal verbauen oder so. Oder manchmal ist man gerade so schön im Questfluss. Ja. Und dann, ach nein, jetzt kann der Händler wieder Gewinn spielen. Jetzt muss ich gegen den Gewinn spielen oder so. Da stört es vielleicht ein bisschen. Aber so als Kartenspiel, finde ich, ist es eine wirklich nette Geschichte. Auch relativ komplex für so ein Zwischenspiel, ja, muss man sagen. Also ist vielleicht nicht so komplex wie ein Hearthstone jetzt beispielsweise, aber schon. Nein. Also sobald man ein paar Stunden drin ist, funktioniert das, jede Menge Karten schon gesammelt hat, so wie mein Deck jetzt hier schon 3, 4 Heldenkarten drin hat, dann ist das Deck schon relativ gut dabei. Was halt immer noch schwierig sind solche Monsterdecks, die wirklich auf dieses Massenauflauf von Einheiten setzen. Ja. Da bräuchte man dann vielleicht auch ein anderes Deck dagegen. Da braucht man ein voll auf Wetter gesetztes Deck. Ein Wetterdeck, ja. Um die alle zu neutralisieren. Aber so genau. Ist es dann schon. Ja. Gut. Wir hoffen, es hat euch gefallen, da mal so einen kleinen Einblick zu machen. Du und viel Spaß beim Gewinnspielen, ne? Genau. Bis dann. Tschüss.